Schönen guten Abend am Sonntag, dem 19. Oktober 2014. Es ist 20:30 Uhr. Hier spricht Admiral Markets. Hier spricht Berlin. Hier spricht Jens Schanowski. Ich grüße Sie. Gleich in 2 Minuten übergebe ich zu Jochen Schmidt, der mit Ihnen die Marktvorbereitung auf die neue Handelswoche macht. Die ersten 2 Minuten gehören mir, weil einige Proforma-Sachen darf ich Ihnen immer sagen. Momentan sehen Sie noch den MetaTrader 4. Ein Fenster unserer Erweiterung. Trade Terminal, die tolle Übersicht, dass Sie eigentlich den ganzen Markt auf einen Blick haben. Und wenn Sie die Erweiterung noch nicht nutzen, schauen Sie mal, was es alles Tolles gibt. Deutsche Realtime-News direkt im MetaTrader 4 drin. Also unsere Erweiterungen für Demo oder Live-Konto lohnen sich auf jeden Fall. Pro forma muss ich nochmal kurz sagen, alles, was wir gleich erzählen, bitte nicht als Anlageberatung missverstehen, bitte nicht nachtraden. Execution only ist das Geschäft. Wir werden keine Anlageberatung jemals tätigen von Admiral Markets. Und es geht natürlich um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wunderbar, aber auch leider die Verluste. Nicht für jeden deswegen geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, lesen Sie den kompletten Warnhinweis auf unserer Webseite gerne einmal durch. Und im Oktober haben wir, glaube ich, die meisten Webinare überhaupt. Wenn Sie auch jeden Morgen vorbörslich 8:45 Uhr vor Xetra beginnen, sich auf den neuen Handelstag vorbereiten möchten, über Webinare auf der Webseite, können Sie sich gerne anmelden, wenn Sie nicht dabei sind. Da ist dann der Daytrader Dirk Fischewski, der den ganzen Oktober, jeden Handelstag, also auch am Morgen, Montag, 8:45 Uhr mit Ihnen den Markt vorbereitet. Das war es jetzt aber von mir und ich übergebe zu Jochen, der mit Ihnen die Märkte für heute durchgeht. Grüße dich, Jochen. Hallo. Ja, hallo Jens, hallo miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader. Ich begrüße Sie ebenfalls zum sonntagabendlichen Marktanalyse-Webinar und ich würde mal vorschlagen, oder ich glaube, man kann sagen, die letzte Woche war eine sehr bewegte Woche, vor allem in den Aktienindizes. Und ich denke mal, Jens, es wird durchaus gewünscht sein, wenn wir mit diesen auch beginnen. Und was Sie hier gerade sehen, ist, nee, ich möchte eigentlich zum DAX, hier sind wir im DAX, Moment. Ich mache hier das Fenster etwas größer, dass wir uns den Kurzverlauf mal genau angucken. Und meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt im Internet die widersprüchlichen Nachrichten. Viele schreien Crash und die ersten schreien schon wieder, jetzt gibt es die Jahresendrallye, weil natürlich hier heftigste Bewegungen liefen letzte Woche. Also sowas sieht man selten, ja. Die Altgedienten unter Ihnen, die vielleicht in Zeiten der Finanzkrise schon vom Rechner saßen, kennen solche Bewegungen und auch viel stärkere Bewegungen. Und ich bin da eigentlich ganz im Glück, wenn die Märkte so volatil sind, vor allem im Intraday-Handel, kann man da seine Chance suchen als Trader. Ja, ich gehe mal kurz aufs große Bild, meine Damen und Herren, aufs ganz große Bild. So, mach mal hier das da unten wieder weg. So, genau, was erkennen wir? Sie wissen, wir suchen nach dem Trend. Und das hier ist es die ganz große Trendgröße, sage ich mal, wie schon oft in den Webinaren erklärt. Lange Zeit, hier voll intakter Aufwärtstrend, weit ausgedehnte Bewegung, natürlich abgebildet durch untergeordnet schönen Aufwärtstrend. Und ich sage es nochmal, wir haben hier ein meines Erachtens deutliches Abwärtstrendsignal im Markt, im DAX, meine Damen und Herren. Wir haben tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Egal, ob da jetzt jemand schreit, Jahresendrallye, aber im Moment, wenn ich einfach den Ist-Zustand des Marktes anschaue, ohne die Zukunft prognostizieren zu wollen, ohne zu unken, das ist für mich definitiv ein Abwärtstrendsignal. Und zwar ein deutlich ausgebildetes, ein schönes, sodass ich erstmal zweifelhaft bin, dass der Kurs jetzt hier durch die Decke geht. Dafür suchen wir nach Anzeichen, ob das so ist. Natürlich gucken wir uns an, was man vielleicht in diesem Markt weitermachen kann. Dem einen oder anderen fällt es auf, ich sage so gerne ja die Mutter aller Umkehrstäbe oder auch von den Candlestick-Technikern eine Hammerkerze, wie sie schöner nicht sein könnte. Und solche Angebots-Nachfrage umkehren ist eine klassische. Läuten natürlich gerne auch erstmal Aufwärtsbewegungen ein. Aber ich sehe hier nochmal auf dem ganz großen Bild einen bestehenden, voll intakten Abwärtstrend, sodass ich jetzt nicht unbedingt long in den Markt hineinspringen wollte, solange die Bruchkante, als dieser Abwärtstrend zustande kam. Was ist das? Kleinen Moment, ich schaue mal nochmal kurz den Zahlenwert an. Den Zahlen habe ich nicht, so ich gehe immer rein über die Optik. Also hier bei der 9000 um den Dreh. Solange diese Kante nicht überschritten ist, wenn man jetzt das ganz große Bild anguckt, wäre ich etwas zweifelhaft mit dem Long gehen. Intraday nochmal kann man das gerne machen. Wenn Sie auf dieser Trendgröße unterwegs sind, also mit einer sehr langen Haltedauer, wäre es im Moment, also meines Erachtens, ein bisschen grenzwertig, weil es keine Signallage gibt,
die einen längerfristigen Long Trade eigentlich rechtfertigt. Und ich weiß, viele von Ihnen sind ja immer noch teilweise sauer, als ich hier an dieser Stelle sagte, es gibt kein Signal, was gegen den damaligen intakten Aufwärtstrend stünde, sodass man, wenn man jetzt hier short geht, aus einer nicht bestehenden Signallage short gegangen wäre. Ich weiß, viele haben jetzt den Eindruck, dass man deswegen diesen Move verpasst hat, wenn man auf der Trendgröße unterwegs ist, aber meine Damen und Herren, wo kein Signal ist, gibt es kein Signal. Deswegen, die Markttechnik bietet uns ja dann die Möglichkeit, wenn wir unbedingt traden wollen, dass wir in die tieferen Trendgrößen mal reinschauen, um da Bestätigungen zu finden oder auch um kurzfristige Engagements einzuleiten. Das machen wir jetzt. Ich gehe mal runter auf den Tageschart. So. Sie erkennen, dieser Abwärtstrend, also der große, von dem ich gerade eben sprach, ist natürlich wiederum abgebildet durch diesen extrem steilen und gar nicht so deutlich ausgebildeten Abwärtstrend, der hier gnadenlos nach unten drischt und dann am letzten Handelstag so nach oben geprügelt wird, dass alles zu spät ist. Aber was wir erkennen, sowohl der übergeordnete Abwärtstrend als auch der untergeordnete Abwärtstrend, der da, sind beide intakt. Also wir haben kein Aufwärtstrendsignal, was jetzt mit der Ausbildung zumindest, sage ich mal, diesen Abverkaufs-Sägezahntrend ablösen würde. Und wir haben auch keine Überschreitung oder fast keine Überschreitung des letzten Korrekturhochs hier oben. Also wir sind hier im Moment auf beiden Trendgrößen immer noch in einem Abwärtstrend, der sich in einer Korrektur befindet. So unglaublich das klingen mag, meine Damen und Herren, so unglaublich das auch sein mag im Hinblick auf diesen Kursanstieg, der da nach oben lief, aber rein von der Definition ausgehend, ist das lediglich im Moment eine Korrektur. Wenn die Kurse weiter hochlaufen, nochmal, hier müsste die 9000 überschritten werden, okay, dann könnte man zumindest sagen, alles klar, der steile Abwärtstrend ist gebrochen. Und wenn jetzt eine Korrektur kommen würde, könnte man durchaus geneigt sein, vielleicht in die Long-Richtung einzukaufen, aber im Moment jetzt hier in den Markt zu springen, weil man überall liest, Jahresendrallye, würde ich wirklich als grenzwertig erachten. Vor allem bei der Punktedistanz, die hier drin liegt, also ich meine, das sind 500 Punkte, ja, wer sich leisten kann, okay, der kann seinen Stop da drunter legen oder vielleicht hier hinlegen, schön so, aber ich wäre da etwas vorsichtig und wenn ich handeln würde, würde ich tiefer gehen in den Trendgrößen, machen wir auch gleich nochmal, um einen kleinen Kontrollblick zu haben. Worauf ich Sie allerdings hinweisen möchte, wenn das zutrifft, was ich sage, und nochmal, das hat nichts mit Zukunftsperspektive oder Glaskugel Technik zu tun. Es geht herein darum zu gucken, was überwiegt, Angebot oder Nachfrage. Und ich erkenne hier eine Korrektur, wie ich gerade eben sagte, und somit wäre es nicht verwunderlich, wenn die Kurse nochmal vielleicht nach Süden gehen. Ja? Sogar wenn eine Jahresendrallye in den Markt käme, wäre es meines Erachtens super gut, wenn man zumindest ein deutliches Aufwärtstrendsignal hätte. Kommen also die Kurse nochmal nach unten, drehen die nochmal nach Süden ein, sind definitiv die Trendfolger des untergeordneten Abwärtstrendes und des drüberliegenden Abwärtstrendes wahrscheinlich dabei, die Kurse nach unten zu drücken, sodass man zumindest eine Chance hätte, bis in die Hälfte vielleicht oder so zurückzukommen, bis zu 8,6, wäre nicht schlecht. Wenn die Kurse dann tiefer rutschen, okay, könnte es vielleicht sogar weitergehen, wenn die sich fangen, hätte man hier vielleicht den Aufbau eines Gegensignals. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde an Ihrer Stelle wirklich abwarten, ob sich eine solche Signallage ergibt. Im schlechtesten Fall, im Sinne von in den Markt kommen, wäre natürlich ein V-artiger Anstieg, der einfach durchzieht, ohne halbwegs gescheite Einstiegssignale auf dieser Trendgröße zu bieten. Und da kann ich jedem nur empfehlen, wenn Sie in den Markt dann handeln wollen, blenden Sie nochmal den untergeordneten Trend ein. Das habe ich jetzt gerade getan, hier auf der Stunde. Sie erkennen diesen schön verlaufenden Abwärtstrend die ganze Zeit. So, und der wird hier zum ersten Mal gebrochen oder vielleicht sogar ja doch ein Gegensignal abgelöst. Also untergeordnet haben wir den Aufwärtstrend. Wenn jetzt jemand auf die, in die Jahresendrallye Gerüchteküche hinein will, könnte er versuchen, diesen untergeordneten Trend mitzuhandeln, gar nichts dagegen einzuwenden. Er darf sich aber nicht wundern, falls der doch nochmal gebrochen werden sollte, wie ich es vorhin erklärte, und die Kurse nochmal die Richtung nach Süden suchen, um dann vielleicht nochmal zu drehen. Das wäre ein Szenario, wie ich mir es vorstellen könnte. Und ja, das nur als kleiner Tipp für Sie, hier auf dem untergeordneten Trend haben Sie auch nicht so riesige Risiken drin, wenn Sie jetzt da mithandeln wollen. Für einen Short-Einstieg, meine Damen und Herren, auch noch ganz kurz erwähnt, hier steht ein voll intakter Aufwärtstrend dagegen. Wenn, wäre es klasse, wenn der angebrochen oder angeknackst wird und dann ein Gegensignal ausbildet und nach unten zieht, wäre ich definitiv auch auf der Short-Seite zu finden. Wie Sie erkennen, im Moment ist da relativ viel möglich, deswegen genaues Hingucken
ist Pflicht, vor allem bei diesen Punktebewegungen. Jens, ich gehe wieder zu dir. Einige Fragen der Teilnehmer zum DAX. War der Freitagsanstieg nur das kleine Verfallsdatum? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß zwar natürlich auch, dass Verfallsdati da sind und ich weiß, dass in solchen Tagen auch an großen Verfallsdati, dass man oft Bewegungen hat, sage ich mal, erratisch werden können, was da einfach um das Rollen von Kontrakten geht. Aber ich sage so, ich achte schlichtweg auf den Trendaufbau in diesem Fall, weil wenn Sie sich eins noch im Kopf gehen lassen, was hier wirklich mit einer Wahnsinnsgewalt nach unten lief, ist komplett wieder mit einer Wahnsinnsgewalt nach oben gelaufen. Das alleine jetzt diesen Verfallsgeschichten zuzuordnen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Deswegen, ich richte mich einfach, was der Chart mir sagt. Und vor allem, wir haben ja auf der großen Zeiteinheit auch gesehen, kleiner Moment, ich gehe nochmal kurz hoch, oder besser gesagt auf der Trendgröße auf der großen, hier auf der Woche, dass da schon Volumen dahinter steckt. Meines Erachtens mehr. Wie jetzt rein diese Verfallsdati. Also nochmal, dieses Umkehrsignal hat wirklich, das sticht ins Auge und da steht dann auch die ganze Abarbeitung tausendfacher Orders der ganzen Marktteilnehmer steht hier schön optisch präsentiert vor unseren Augen. Nur passt es noch nicht ganz, was diesen Abwärtstrend angeht. Ja. Aber nochmal, ich scheue mich immer direkte Zuordnungen zu machen, warum jetzt irgendwie ein Markt sich verhalten hat, wie er verhalten hat, weil im Endeffekt kann ich es nicht wissen. Ich kann nur das sehen, was er gemacht hat und das habe ich ja gerade erklärt. Sorry, dass ich jetzt hier nicht so detailgenau antworten kann, wie ich es gerne wollte. Ja. Du hast vorhin erwähnt, dass du Volatilität magst oder dass etwas für Trader ist. Wenn du die Volatilität so liebst, welchen Stopp nutzt du dann im Intraday-Handel, wird gefragt. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sie wissen, von den Live-Trading-Webinaren her arbeite ich ja gerne im Dow mit 20 Punkte oder im DAX so mit 10 bis 15. Es ist so ein kleiner Erfahrungswert. Man kann sich da auch nach dem sogenannten Marktrauschen ausrichten. Was aber in einer solchen, sage ich mal, daherbratzelnden Bewegungsorgie fast nicht mehr funktioniert. Also ich habe letzte Woche viel im Dow getradet und habe da sehr, sehr schnelle Ausstopper gehabt mit 20 Punkten. Allerdings kam ich dann hartnäckig, wie ich bin, auch teilweise in Moves rein, wo man dann 100 oder 120 Punkte am Laufen hat. Und das in recht schneller Zeit. Im Endeffekt ist so, man kann auf verschiedene Arten und Weisen handeln. Sie wissen, ich arbeite gerne mit sogenannten Katastrophenstops, also reine Geldbetragsstops. Die nutzt man in der Regel eigentlich nur im Ausbruchshandel, aber ich habe das in meinem Handelsstil, ja, so Pi mal Daumen, mit integriert, dass ich eben einfach versuche, ein bestimmter Geldbetrag nicht zu überschreiten. Wenn der Markt sehr, sehr schwankend ist, versuche ich auch, meine Positionsgröße dann anzupassen, indem ich zum Beispiel weniger Positionen oder weniger Kontrakte nehme und den Stop etwas weiter legen kann. Viele Trader gehen auch her und benutzen den ATR, also Indikatoren, die schlichtweg die Schwankungsbreite eines Marktes anzeigen. Warten Sie, ich gehe mal runter. Was sind wir denn? 15 Minuten oder 5 Minuten? Ja, angenommen. 5-Minuten-Chart ist ja da, wo ich immer meine Einstiege suche, beziehungsweise die Signale suche. Und wenn wir uns das einfach mal angucken, also wenn ich jetzt versuchen würde, im Aufwärtstrend von unten nach oben reinzukommen, Sie wissen, ich versuche das immer von unten nach oben, muss ich eben extrem aufpassen in einem solchen Markt und viel Geduld haben, was ich auch manchmal nicht habe, um möglichst am Tief hineinzukommen, wenn ich die starre Stoppgröße beibehalten will. Ansonsten, wie schon gesagt, weniger Kontrakte und eben etwas weiteren Stopp legen. Ja. Meine Damen und Herren, man kann keine eindeutige Antwort geben. Jeder hat seinen eigenen Stil und was ich als kurzfristiger Trader halt wirklich gerne mache, ich nehme in Kauf, Sie können das in den Live-Trading-Webinaren auch sehen, ich nehme in Kauf, dass ich öfters rausfliege, wenn ich mit engen Stops arbeite und darf dabei mental eben nicht durchdrehen. Wenn ich das durchhalte und nach einigen Jahren geht das, weiß ich, dass mit einem Gewinnmove in einem solchen Markt die ganzen Verluste wechseln und genügend Gewinn übrig bleibt. Ja. Viele Trader können so nicht handeln und müssen dann mehr oder weniger über den untergeordneten Trendaufbau möglichst die Tiefs mit ihren Stops versehen. Und da muss man halt gucken, ob diese Distanzen nicht zu groß sind von ihrem Risikomanagement her. Eine weitere Frage ist Jochen der Meinung, dass schon das Jahrestief im DAX ausgebildet wurde? Ganz ehrlich, ich,
Ich weigere mich, solche Fragen zu beantworten, nicht weil ich böse bin oder weil der jetzt der gefragt hat, dass der doof sei, überhaupt nicht, sondern, meine Damen und Herren, wenn man sich lange Zeit mit dem Trading beschäftigt und insbesondere mit der Markttechnik sich beschäftigt, weiß man eines, nämlich, dass man nichts weiß. Im Sinne von, ich kann die Zukunft bestimmen oder ich kann jetzt sagen, das ist das Hoch und das ist das Tief. Ich kann höchstens über Bauchgefühl kann ich reden, aber das sehen wir auch oft genug in den Live-Trading-Webinaren, dass manchmal ein Bauchgefühl hinhaut, aber in der Regel einfach der Markt das macht, was er will und man sich nur so aufstellen kann, meines Erachtens, dass man eben guckt, was überwiegt oder haben wir halbwegs deutliche Definitionslagen, die übrigens keine Gesetzmäßigkeit sind. Niemand kann sagen, ob der Markt nicht vielleicht morgen nach oben durchzieht. Trotz allem Abwärtstrends definieren oder wie auch immer. Deswegen sind wir nicht böse, ich weiß es nicht. Und wenn das Jahrestief gewesen ist, soll es mir recht sein. Dann werde ich eben untergeordnet versuchen, in den Markt zu kommen. Und wenn der Markt weiter nach unten drückt, soll es mir noch erst rechter sein, weil der Markt in der Regel schneller fällt, als dass er steigt. Also Sie merken, ich bin da sehr flexibel. Gerade auch im Intraday-Handel kann ich da auch sehr flexibel sein. Deswegen, mir ist es völlig egal, auch wenn der Markt hier nach unten durchprügelt, umso besser, weil in diesem Bereich würde ich gerne ein paar Aktien kaufen, dann wären die nämlich richtig schön günstig. Also Sie merken, die Antwort von mir soll es nicht einfach salopp sein oder sagen, oh, ich habe keine Ahnung oder keine Lust, überhaupt nicht, sondern ich lege mich nicht fest. Weil in dem Moment, wenn ich mich festlege, verbeiße ich mich in meine eigene Meinung. Dann gucke ich mich im Spiegel an und sage, wow, bin ich klasse, wenn ich recht gehabt habe. Und ich gehe dann nicht mehr aus der Position raus, wenn ich falsch liege. Deswegen, wenn ich so arbeite, kann ich einfach nicht sagen, wir haben das Jahrestief gesehen oder der DAX wird bis 8.000 oder bis 13.000 steigen oder fallen. Sind wir nicht böse? Jens, ich gehe wieder zu dir. Kommen wir zum nächsten Wunschmarkt, dem Dow. Dow Jones. Gerne. Im Dow ist es interessant, dass wir kein Abwärtstrendsignal haben. Also auch wieder vom großen Trend her die Sache anschauen. Wir haben ja hier lange Zeit diesen ewig lang laufenden Aufwärtstrend, übrigens auch wie im DAX, gesehen. Und die deutlichen Tiefs meines Erachtens liegen hier bei der 16,60, 16,3 und hier unten bei der 15,3, ja, so um den Dreh. Und für mich ist deswegen schon ein bedeutendes Ereignis, dass dieser große Aufwärtstrend durch dieses für mich letzte deutliche Tief durchgerast ist, anders kann man es nicht sagen, aber auch komplett wieder hochgekauft wurde. Rein der Definition folgend, Sie wissen, innerhalb der Markttechnik gibt es Leute, die sagen, nein, wenn ein Tief unterschritten wird, ist der Trend gebrochen. Manche sagen, der Trend ist erst gebrochen, wenn die Kurse auch unter diesem Tief geschlossen hätten. Also so. Die Kurse haben nicht geschlossen, also man kann jetzt geteilter Meinung sein, aber für mich definitiv erstes Alarmsignal, Trendbruch. Das heißt, wir sind im ersten Augenblick hier mal trendlos. Meine Damen und Herren, das bedeutet nicht, dass wir einen Abwärtstrend bekommen, aber wir sind trendlos. Hier ist die Chance da, dass der Markt sehr wohl wieder hochzieht, als auch erstmal nach unten dreht. Und somit würde es mich nicht wundern, wenn wir eine Art Findungsphase vor uns liegen hätten, wo die Kurse vielleicht ganz bösartig hin und her schwanken. Das wäre durchaus denkbar. So, auf dem Tageschart gehen wir mal runter. Sie erkennen, großer Trendaufbau war hier, dieser untergeordnete Aufwärtstrend wurde schon gebrochen bei diesem sägezahnartigen Geprügel, was wir hier sahen. Und dieses Geprügel hat natürlich auch wieder untergeordnet einen Abwärtstrend ausgebildet. Ein bisschen schwer, wie will ich sagen, richtig einzuzeichnen. Ja, ich würde es mal so versuchen einzuzeichnen. Und da erkenne ich halt auch, wir sind in einer Korrektur dieses Abwärtstrendes. Wir haben weder ein Gegensignal, noch haben wir mehr oder weniger ein Durchsteigen des Marktes an die letzten Korrekturhochs. Ist schwierig hier, das würde ich sagen, so einzuschätzen, weil es um gigantische Strecken geht. Aber ich halte mich wirklich danach, was ich sehe. Und ich sehe eben folgenden Punkt. Wir haben auch Art Umkehr, Angebots-Nachfrage-Umkehr im Markt. Okay, kann gut sein, das Ding zieht weiter hoch. Ich würde dann darauf achten, was der macht im Bereich von der 16,7. Das wäre so der erste deutliche Widerstand, wo die Kurse vielleicht wirklich drehen könnten. Und dann würde sich halt auch entscheiden, also wenn der Markt so laufen würde, wenn wieder eine Korrektur käme, dieses vermeintlichen Aufwärtstrendes, ob das vielleicht nicht die Initialzündung ist, um diesen Abwärtstrend weiterzuführen und dann auch auf groß, Achtung, ich zeige es Ihnen nochmal, auf groß hier doch vielleicht ein Signal, ein Abwärtstrendsignal
in den Markt oder ins Leben zu rufen. Noch ist das aber nicht so weit. Und Sie merken, es ist alles möglich, sowohl Long als auch Short. Und deswegen auch hier Zurückhaltung ist der bessere Ratgeber. Oder wenn Sie unbedingt handeln wollen, definitiv gucken, ob und wie auf den untergeordneten Trendgrößen ein Handel denn möglich wäre. Weil ähnlich wie im DAX, wir haben Wahnsinnsdifferenzen oder Punktedifferenzen hier drinne, sodass es mit dem Risiko teilweise auch mit kleinsten Positionen schon richtig happig wird. Und hier erkenne ich halt Folgendes, Abwärtstrend, hier lief runter, wurde durch ein Gegensignal abgelöst. Das heißt, wenn die Kurse hier nochmal runterziehen, könnte das durchaus nur die Korrektur dieses Aufwärtstrends sein und die Reise geht weiter nach oben. Genauso kann es aber auch sein, meine Damen, meine Herren, das ist das Verwirrende oder manchmal auch Gemeine an solchen Marktsituationen, dass wenn Sie jetzt hier unten long gehen wollen, der Markt eben doch die Biege macht, sodass er mehr oder weniger den Abwärtstrend nach einer Korrektur wieder nach unten weiterführt. Das ist das große Risiko, was hier existiert. Also ich wäre ebenfalls extrem vorsichtig, würde schauen, dass ich halbwegs deutliche Trendphasen habe, um die dann mitzuhandeln und darf mich nicht wundern, wenn die Untertrends vielleicht sogar mehrfach hintereinander gebrochen werden in verschiedene Richtungen. Ja. Das ist durchaus denkbar als Worst-Case-Szenario. Ansonsten nochmal genau hinschauen. Im DAX haben wir eher eine klarere Lage mit diesem Abwärtstrend, der gerade korrigiert. Hier ist die Sache einfach trendlos. Und diejenigen von Ihnen, denen das vielleicht neu erscheint oder die jetzt mit den Augen rollen und sagen, Gottes Willen, ist das alles kompliziert, erinnern Sie sich bitte an die Gold-Analysen, die wir jetzt seit über 2 Jahren machen. Und ich habe oft auf Trendlosigkeit hingewiesen, auf den großen Zeitanhalten. Und gerne kam ein ganz fürchterlicher Handel über 2, 3 Wochen, wo es hin und her ging. Das kann die Folge sein, wenn die Trends also auf groß gebrochen werden und dann untergeordnet, wo es dann hin und her geht. Ja? Das ist die Schwierigkeit, worauf ich Sie bitte dann zu achten. Jens, ist da nicht ein doppelter Boden, wird gefragt? Ja, auf dieser Trendkrise haben wir einen doppelten Boden, keine Frage. Nochmal, das ist ein untergeordneter Trendwechsel. Ja? Ich zeige Sie nochmal, was ich da meine. Bitte, meine Damen und Herren, nicht missverstehen, ich umke nicht rum, ja, indem ich jetzt sage, oh, seid bloß vorsichtig oder so, sondern ich möchte einfach versuchen, Klarheit zu bekommen an dem, was ich sehe. Und in meinem privaten Trading ist so, ich kann viel analysieren, ich kann 3 Stunden an dem Markt rummachen. Meistens ist das nicht der Markt, den ich handeln will. Dann gehe ich zum nächsten, der schöner oder besser aussieht. Wir werden halt einige angucken, die besser aussehen. So, also doppelter Boden, aber nochmal, wenn wir hochgehen, hier aufs große Bild, da ist überhaupt kein doppelter Boden. Ja? So. Hier war ein Trendbruch, die Kurse sind runter und werden gerade stark gekauft. Aber nochmal, im Moment ist dieser Aufwärtstrend aus dem Lot. Und somit kann hier durchaus passieren, dass die Kurse nochmal nach Süden runtergehen. Viele professionelle Trader liegen ja innerhalb im Bereich dieser Lunden und Hoch, das mache ich auch gerne, weil man eben von bestimmten Bewegungs- und Aufbauzyklen aufgeht und hier kann es zum Beispiel sein, der Kurs kommt durchaus nochmal runter und zieht dann hoch, okay, dann würde wahrscheinlich der Aufwärtstrend weitergeführt werden. Es kann sein, das Ding beginnt sofort nach oben durchzuziehen, wie ein V, klar, da hätte man die Jahresendrallye. Es kann aber auch sein, es geht erstmal eine Zeit hin und her, bis das entschieden wird. Und das sind Bereiche, die ich eher fürchte. Jetzt nicht unbedingt, wenn ich auf einem 5-Minuten-Chart unterwegs bin, da kann man relativ schnell und agil handeln. Aber wenn Sie auf der Trendgröße jetzt in den Markt einsteigen wollten, haben Sie, wenn man es genau nimmt und Sie den Trendaufbau für sich nutzen wollen, haben Sie kein gescheites Signal oder keine gescheite Lage. Ja? Und das ist die Schwierigkeit. Deswegen, wenn überhaupt, aufklappen nach unten, dort gucken, ob das, was Sie handeln wollen, ob das schon abzusehen ist in Form von untergeordneten Trends. Und auch wenn da Doppelböden entstehen, es kann gut sein, dass die Kurse vielleicht nochmal nach unten durchziehen. Und dann wäre der doppelte Boden eben dahin. Also der gibt Ihnen jetzt keine Sicherheit in dieser Lage, dass jetzt alles nur noch steigt. Es kann sein, dass es steigt, meine Damen und Herren, aber ich wäre nochmal vorsichtig und aufmerksam in einer solchen Trendlage. Jens, ich gehe wieder zu dir. Wenn du fertig bist mit Dow, gerne der nächste Wunschmarkt, S&P 500. Okay, den haben wir den? Ja, da ist er. Oi. Aber Sie merken, es sieht ähnlich aus alles, ne? Das ist schon lustig. Gut. Fast das gleiche Bild. Ich gucke gerade ständig nochmal, ob das auch wirklich nicht der Dow-Markt ist. Also wirklich, meine Damen und Herren, was ich Ihnen gerade eben erzählt habe, 1:1 kann ich hier das gleiche erzählen. Und daran merken Sie, wie unwichtig eigentlich der Marktname ist. Ja. Also wir haben hier ebenfalls eine trendlose Situation. Der große Aufwärtstrend ist gebrochen. Es hat eine Angebots-Nachfrageumkehr stattgefunden, die sehr wohl, sage ich mal, den Aufwärtstrend wieder aufnehmen könnte, aber noch ist es nicht so weit, wenn wir
nach unten durchscreenen. Ich gehe nochmal auf den Stundenchart herunter. Der große Abwärtstrend abgelöst durch ein Gegensignal. Jawohl, aber nochmal übergeordnet immer noch Trendbruch. Für diejenigen, die es verwirrt, angenommen, wir sehen sowas. Das würde man auch auf der größeren Trendgröße erkennen können. Jetzt hätten Sie ein deutliches Signal auch auf dieser Größe. Jetzt hätten Sie halbwegs, sage ich mal, von der Definition nicht Sicherheit, aber eine gute Wahrscheinlichkeit auf Ihrer Seite. Hier nochmal kann alles Mögliche passieren. Selbstverständlich, der kann durchziehen ohne Ende. Wenn Sie eher long gehen wollen, auf Trendfortsetzung gehen, achten Sie darauf, dass die Untertrends bestehen bleiben. Aber nochmal, seien Sie nicht überrascht, wenn vielleicht noch die eine oder andere heftige Bewegung in den Markt kommt. Ja. Ich gebe wieder zu dir, Jens. Der nächste Wunschmarkt, der Nikkei JP225 bei uns als CFD. Genau, habe ich schon geladen im Zuge der Webinar-Vorbereitung. So, der Nikkei, wie sieht es aus? Auch hier auf einem ganz, ganz großen Bild. Und das ist jetzt relativ interessant. Wir haben hier großer Aufwärtstrend, intakt, intakt in der Korrektur. Und intakt, der ist intakt. So, wir sehen, dass untergeordnete Trendgrößen, kann man hier schon erkennen, gebrochen wurden. Aber der große ist nach wie vor intakt. Somit habe ich jetzt schon mal eine klarere Geschichte, wenn ich mich orientieren möchte, dass ich eher versuchen würde, in die übergeordnete Richtung, also nochmal long reinzukommen, wenn ich, Achtung, jetzt aber auch entsprechende Untersignale erkenne, die das bestätigen. Ja, so. Aber nochmal, hier ist nur ein kleinerer Untertrend gebrochen, da der Rest von den ganz großen Korrekturenbewegungsabläufen ist in Ordnung und in einer sehr tiefen Korrektur. Das können viele Leute nutzen, um nochmal günstig in den Markt reinzukaufen. Meine Damen und Herren, ich sage es nochmal, verstehen Sie bitte die Trend- oder die Marktgeschichte nicht als Gesetzmäßigkeit, die die Zukunft Ihnen zeigen soll. Es ist eine Analyse des Verhaltens der Marktteilnehmer, wo wir versuchen, die Wahrscheinlichkeit dahingehend ein bisschen zu verbessern, indem wir sagen, okay, wer könnte eigentlich auf die Idee kommen, zum Beispiel nochmal long zu gehen? Und da bin ich der Meinung, durchaus einige, weil hier immer noch der große Trend intakt ist. Und wie man sehen kann, ähnlich wie im Dow und im DAX, diese Angebotsnachfrageumkehr erscheint mir fast ein bisschen interessanter aufgrund dieser Trendlage. Gehen wir etwas näher ran. Auf dem Tageschart, wie sieht es aus? Auch hier untergeordnet sehr steiler, sägezahnartiger Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend ist voll intakt. Achtung! Gleichzeitig haben wir hier etwas größer den Trendbruch drin. Der große ist in Ordnung. So. Auch hier kann alles Mögliche passieren. Für Long-Geschichten würde ich auf das warten. Sowas würde ich gerne sehen, um dann zu versuchen, nochmal aus dessen Korrektur nach oben reinzukommen. Auch wenn das sehr steil ist, würde ich ebenfalls versuchen, nochmal in diese Richtung, also diese Richtung zu favorisieren, möchte aber definitiv einen Trend sehen. Also gucken Sie auch hier, ist alles extrem steil, aber wir haben einen Trend. Ja, hier ist er. Ne? Tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Und in dem Moment, wenn ich nach oben mitgehen will, soll ich zumindest einmal höhere Hochs und höhere Tiefs sehen. Jetzt habe ich halbwegs die Marktteilnehmer im Rücken, die das verursacht haben. Ja? Also ebenfalls warten ist hier angesagt, aber Schwerpunkt ist eher nach der Suche nach Long-Signalen. Wenn der Markt weiter rutscht, ja, werden eben diese Bereiche des großen Trendes interessant. Vor allem, wenn es der Markt schafft, wirklich an die Rand zu kommen, weil vielleicht ähnliche Bewegungsschübe entstehen können wie hier, wenn der Markt dann durchpfeffert. Ja? Das ist ja, sage ich mal, das Interessante im Daytrading, dass man mal ganz abgesehen von der Trendgeschichte, wenn es in solche, ich sage immer Großkampfzonen dazu, wenn es an große Widerstände, Stützungen ranläuft, dass kräftigste Bewegungen entstehen können, wie wir es auch gesehen haben im Dow letzte Woche, als der Trend gebrochen wurde, da liefen ja 300 Punkte in zwei Stunden oder sowas. Ja. Also ist ein interessanter Markt nochmal. Sie müssen genau unterscheiden, welchen Handelsstil haben Sie, welche Haltedauer haben Sie, welche Trendgröße ist für Sie die richtige. Ja. Das ist schwer, wenn der Markt so volatil ist, unter Risikobetrachtungsweisen. Und hier beim Nikkei definitiv würde ich erstmal warten, ob wir so etwas sehen. Und dann wäre ich auch geneigt, den einen oder anderen Long-Trade zu machen. Wäre jetzt meine Meinung. Jens, ich gehe wieder zu dir. Der nächste Wunschmarkt, Silber. Gern. Wo habe ich ihn? Hier habe ich Gold. Moment, aber ich weiß, ich habe auch Silber. Ich muss gerade ein bisschen suchen. Oder ich lade ihn nochmal kurz neu. Ja, ich glaube, ich muss es neu laden. Kleiner Moment, meine Damen und Herren, haben wir gleich. So, Gold.
Da ist es. Auch hier wie immer aufs große Bild. Und wir haben den Markt ja öfters besprochen, in vielen sonntagabendlichen Marktanalyse-Webinaren und im Unterschied zu Gold, was wir auch noch gern angucken, also Gold würde ich auch wirklich gern besprechen. Hier war relativ schnell, das heißt schnell, aber zumindest auch ein deutliches Abwärtstrendsignal, das auch die ganze Zeit intakt blieb. Und wie wir es jetzt die ganze Zeit besprochen hatten in den Webinaren, Moment, da hier baute sich markttechnisch ein Spitzensignal auf. Was mir missfiel, war dieser sehr zögerliche, das zögerliche Heranlaufen an diesen Tiefpunkt. Aber als die Kurse das Tief durchstießen, kam auch kräftig Bewegung rein. Das ist ein Wochenchart, meine Damen und Herren, und das sind eben so die klassischen markttechnischen Formationen, aber auch der technischen Analyse, ja, die fallenden Dreiecke und dergleichen. Da kommt alles daher, weil man sich markttechnisch erklären kann. Technische Analyse versucht man sich die Formation halt zu merken und das dann für sich zu nutzen. Und wie schon gesagt, hier sehen Sie diesen Trendverlauf, der die ganze Zeit intakt ist, ja, und auch im Moment in absolut intakt ist. Hier der Untertrend ist in der Bewegung, Korrektur kommt zurück, könnte an den Ausbruchspunkt vielleicht zurücklaufen. Und da wäre es durchaus interessant zu gucken, ob man vielleicht nicht nochmal diesen Abwärtstrend aufnehmen kann, wenn entsprechende Signallagen da sind. Deswegen, ich klappe mal die Sache etwas auf. Also Bruchkante war hier bei der 1850, 1860. So, hier sehen wir den untergeordneten Trend. Naja, es gibt schönere, aber Trend ist Trend. So, geht runter, ja, kommt hier hoch, beginnt hin und her zu laufen. Naja, also ein deutliches Gegensignal haben wir nicht drin. Für Long ist grenzwertig, würde ich im Moment echt nicht versuchen. Für einen Short Trade muss ich sagen, haben wir halt schon, wenn ich diesen Trend hier anschaue, schon eine deutliche Bewegung am Laufen gehabt. Hier ist die Korrektur gerade am Hin- und Herwursteln. Innenstäbe werden gebildet, aber wirklich am laufenden Band. Es ist schwer, in diesen Markt reinzukommen, meines Erachtens. Nochmal, Short-Richtung würde ich bevorzugen, hätte aber schon ein relativ ausgedehntes Bewegungsverhältnis hier. Idealzustand wäre wirklich, das Ding macht hier untergeordnet den kleinen Aufwärtstrend, läuft an die Bruchkante zurück und beginnt jetzt hier den ersten kleineren Abwärtstrend auszubilden, würde ich definitiv versuchen mitzugehen. Hätte man die Chance, zumindest bis in die Hälfte oder sogar unter das letzte Tief zu kommen. Das wäre der Idealzustand, ja, dieses Zurücklaufen oder diese ausgedehnte Korrektur, die hier sich gerade am Aufbauen ist. Für diejenigen unter Ihnen, die es jetzt gar nicht abwarten können, sie müssen einen Tod müssen sie sterben, wenn sie versuchen, in den Markt reinzukommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier also ein kleineres Trendgebilde aufbaut, ist da. Man müsste sich entsprechend einstoppen lassen. Ja, hier an den Tiefs, Sie wissen, bin ich kein großer Freund davon, weil in dem Moment hätten Sie halt zumindest bis zum letzten Hoch hier oben ja, ein Risiko, was man jetzt nicht unbedingt einbezahlen muss in den Markt, wenn es schief geht. Deswegen, ich neige dann dazu zu sagen, warten wir doch ein bisschen. Aber wenn das Szenario nicht aufgeht, was ich mir wünsche, vielleicht finde ich einen anderen Markt, der schöner auch übrigens läuft oder stärker läuft, ja, wie Silber. Gold zum Beispiel wäre so ein Punkt. Und wenn es okay ist, würde ich gern zum Gold auch rübergehen. Wollte ich auch gerade vorschlagen, gerne. Prima, okay. Im Gold haben wir nämlich die Situation im Silber. Also im Silber haben wir die Situation, dass das Monstertief, das große Tief schon durchbrochen worden ist. Im Gold haben wir das noch nicht. Und somit haben wir in diesem Chart eine Signallage, wie sie bisher nicht sein könnte. Genau auf sowas spekuliere ich. Und ob ich das auf dem 5-Minuten-Chart sehe, schnalze ich mit der Zunge. Aber wenn ich es auf dem Wochenchart sehe, schnalze ich erst recht mit der Zunge. Weil was sich so lange aufbaut, wird auch entsprechend losrennen, wenn es dann losrennt. Was erkennen wir? Wir haben hier ganz großes Abwärtstrendsignal im Markt. Dieser Abwärtstrend ist intakt die ganze Zeit, trotz aller Unkenrufe, die immer an den Hochs, ja, kommen. Können Sie nachgucken im Internet. Wirklich punktgenau. Jetzt Gold kaufen, jetzt Gold kaufen, jetzt Gold kaufen, nur der Markt rumpft ständig runter. Seht es mal, sehr amüsant, das zu sehen. Jedenfalls sehe ich hier Folgendes. Wir haben den großen Trend, der hier korrigierte und sich fortsetzen könnte. Wir haben untergeordnet einen mittleren Trend, der sich hier durchschieben könnte. Und wir haben noch, ich sage jetzt mal, einen kleinen Trend, das passt jetzt nicht richtig, aber einen kleinen Trend, der sich ebenfalls hier durchschieben könnte. Wir haben alle Trendgrößen in eine Richtung laufend.
Der untergeordnete Trend ist gerade in der Korrektur vor einem Monstertief. Besser kann es nicht gehen. Ja, wenn man, ich liege seit Tagen auf der Lauer, um hier ein Signal zu erwischen, ob ich nicht nochmal in diese Richtung reinkomme. Und meine Damen, meine Herren, selbstverständlich kann der Markt auch durchziehen und diesen ganzen Abwärtstrend zerstören oder brechen. Genau für diesen Fall gibt es die Verlustbegrenzung, gibt es einen Stop-Loss, dann werden Sie halt einen Verlust erleiden. Ja, aber das gehört zum Geschäft dazu. Aber dieses Signal ist einfach spitze. Deswegen, ich gehe jetzt etwas näher ran, möchte Ihnen auch die Kante einzeichnen, die für mich, oder für meine Analyse jetzt, sehr hochwertig ist. Moment, auf dem Tageschart. So. Sie sehen nochmal, übergeordnet den da, ne, der jetzt schön korrigiert hat. Die Korrektur kann man auf dem Wochenchart sehen und auf dem Tageschart sehen. Das ist toll. Und wenn sich das weiter nach unten zieht, haben wir da unten die Explosionszone. Markttechnisch nochmal leckerbissen. Der kleinere Trend hier, die ganze Zeit geht runter, runter, runter und wurde angeknackst. Also der kleine Trend ist gebrochen im Moment. Vorsicht also. Die Korrektur, die hier läuft, kann sich durchaus weiter hochschieben. Ja. Was nicht passieren sollte, wäre der Punkt, dass es hier nochmal kräftig runtergeht und dann hochzieht. Dann hätten wir ein aussagekräftiges Gegensignal im Markt, wo ich vorerst von diesem Szenario Abstand nehmen würde. Aber solange die Kurse hier rumkämpfen, an der 12,40, 12,50 in diesem Bereich, übrigens die 12,50, wir haben die so oft gesehen in den Analysen, Sie merken, also es gibt Levels, wo die Preise wirklich immer wieder hinkommen, solange die Kurse hier nicht deutlich rüberlaufen, bin ich auf der Suche nach Short-Signalen, trotz des gebrochenen Untertrends, weil der übergeordnete ist noch voll intakt. Ja? So. Also da liege ich echt auf der Lauer und wie kann man das jetzt machen? Auch Gold hat kräftige Bewegungen, wenn es ins Laufen kommt. Die Rohstoffmärkte sowieso, muss man also auch mit dem Risiko ein bisschen hantieren. Ich gehe mal runter auf die untergeordneten Trendgrößen und hier sehen wir einen voll intakten Aufwärtstrend, ja, der hier gerade arg in die Breite geht, nach unten an, sofort wieder gekauft wird. Also hier ist überhaupt kein Short-Signal im Markt, meine Damen und Herren, es ist keines da. Somit gibt es nämlich auch keinen Grund, Short zu gehen. Long zu gehen gibt es auch keinen Grund, zumindest nicht, wenn ich übergeordnet diese Trendgröße im Kopf habe. Wenn überhaupt im kurzfristigen Bereich wären hier Longs machbar, aufgrund der Schönheit dieses untergeordneten Aufwärtstrends. Aber für das große Signal und den großen Bruch, ja, den ich gerne sehen würde, bin ich hier schlichtweg auf der Lauer, dass ich ein gescheites Abwärtstrendsignal sehe und in dieses werde ich dann einsteigen. Also wenn ich den ersten deutlichen Abwärtstrend habe, werde ich versuchen, in diesen Markt reinzukommen, möglichst aus der Korrektur und wäre dann auch bereit, durchaus Stop-Differenzen von bis zu 100 Pips oder sowas mit kleiner Positionsgröße in Kauf zu nehmen, weil die Chance einfach da ist, dass der nochmal nach unten durchzieht, in die Mitte oder sogar noch tiefer. Und dann hätten wir wirklich einen großen Rums im Markt. Für diejenigen unter Ihnen, die gerne mit Marktkorrelationen arbeiten, also sprich, dass man eben sagt, wenn die Aktien fallen, wechselt das Geld ins Gold, in den sicheren Hafen, das würde ja für diesen Aufwärtstrend stehen, ja, den wir hier sehen. Ob es so ist, weiß ich nicht, aber oft genug liegt es nahe genug, dass solche Reaktionen im Markt passieren. Und wenn natürlich Gold fallen würde, wäre das gleichbedeutend, dass vielleicht die Aktienindizes dann doch nach oben durchziehen. Ganz kurz am Rande bemerkt für diejenigen, die Korrelationen mögen. Sie wissen, ich achte durchaus auf Korrelationen, schaue aber dann doch auf das, was der Markt mir bietet, weil sich die Märkte auch oftmals abkoppeln. Jens, ich gehe wieder zu dir. Bevor wir die Forex-Märkte anschauen, eine generelle Frage dazu. Hallo Jochen, stimmt es, dass Währungspaare deiner Meinung nach schwerer zu handeln sind als DAX und Co.? Das kann man so nicht sagen. Ich kenne Trader, die lieben Forex-Märkte. Ich bin einer davon. Ich bin ein eingefleischter Forex-Händler. Punkt ist halt der, wenn jemand das sagt, dass Forex zum Beispiel schwieriger zu handeln sei wie ein Aktienindex oder dergleichen, dann sollte er halt auch die Begründung mitbringen, warum das so sein soll. Und meistens ist es halt, dass man persönliche Empfindungen hat, dass man einen Markt nicht mag oder nicht mehr mag, ähnlich wie ich und der Euro-US-Dollar. Ja, ich habe diesen Markt in den letzten Jahren fast immer links liegen lassen, was ich aber auch nichts Gescheites sah, also in dem zu handeln. Ansonsten, ich kann nur eines dazu sagen, jeder Markt, der gehandelt wird an der Börse, ist handelbar.
zumindest über die Markttechnik, wenn Sie Ihr Risiko im Griff haben und wenn Sie wissen, was Sie machen. Und da gibt's keine Unterschiede, weil es gibt Forex-Märkte, die laufen extrem schnell und es gibt Forex-Märkte, die laufen extrem langsam. Also die Geschwindigkeit kann das wirklich nicht sein, dass man sagt, Forex ist schwieriger. Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, viele Trader tun sich schwer, weil es Währungspaare sind. Oder weil das ein bisschen exotisch daherkommt oder gerade was die Wertigkeiten angeht mit Mini-Lots, Makro-Lots und Standard-Lots. Aber im Endeffekt sind diese Märkte genauso blödsinnig und genauso wunderbar zu handeln wie alle anderen über das Orderbuch gehandelte Märkte. Ja, nur so kann ich antworten. Also ich sehe den Unterschied nicht. Ja. Und wenn Sie schon dabei sind, fragen Sie doch denjenigen oder diejenigen, wo denn diese Erschwernisse liegen sollen. Warum die Forex-Märkte jetzt viel schlechter zu handeln seien als die Aktienindizes oder andere Märkte. Kommen wir zum Wunschmarkt. Australischer Dollar, kanadischer Dollar, AUD, CAD. Mhm. Und eine Frage dazu. Hat der AUD, CAD sein Pullback auf dem 4-Stunden-Chart abgeschlossen? Kleinen Moment. AUD, CAD, ich muss den erst laden. Ich bin im ICN-Konto. AUD, CAD, ja genau. Australische Dollar, kanadische Dollar. Gucken wir es uns an. Moment. Na, hier. So, ich gehe wie immer aufs große Bild, um erstmal zu gucken, was macht das große Geld, wo läuft es. So, und da haben wir hier lange Zeit einen Aufwärtstrend gesehen. Hier war der Trendbruch, also Abwärtstrend auf groß, das Teil hier ein Abwärtstrend. Im Moment befindet sich dieser Markt in einem Aufwärtstrend, könnte man sagen, korrektiv. Ich würde vorschlagen, das Ding ist schön ausgebildet. So, und das Teil hier, das wird gemein, das ist meines Erachtens eine Korrektur. Der kleinere Abwärtstrend würde ich jetzt nicht als Gegensignal werten, sondern eher als die Korrektur dieses Teils hier. Und das ist natürlich eine extrem verlockende Geschichte. Wenn hier die 99, die 099 überschritten werden würde. Und nochmal ganz kurz zur Frage. Derjenige meinte, der Pullback, dass irgendwas mit dem Pullback sei. Hat der AUD-CAD sein Pullback auf dem 4-Stunden-Chart abgeschlossen, war die Frage. Okay, gucken wir es uns an. So, Pullback, also ist es die ganze Bewegung des Pullback oder meint derjenige hier diese Korrektur? Dieses untergeordneten Aufwärtstrends. Tja, also ich gehe mal davon aus, er meint das da. Ne? Also dass die Korrektur runter der Pullback ist, also der Rücklauf an diesen Ausbruchspunkt, das sagt man es eigentlich. Und ob das abgeschlossen ist. Okay, wenn man es so anschaut, ist es noch voll in der Hickhack-Phase. Sie erkennen, auch in den Live-Trading-Webinaren sage ich immer wieder dazu, wenn Sie Innenstäbe sehen, das ist eine richtige schöne Konstellation hier, ständiger Richtungswechsel, über die Hochs und Tiefs laufend und wieder innerhalb der Spanne des Außenstabes schließend, schwieriger Handel, ja, schwieriger Handel kann einem die Nerven kosten. Ich bin der Meinung, der Pullback ist noch nicht abgeschlossen. Abgeschlossen wäre er meines Erachtens, wenn wir hier auf dem 4-Stunden-Chart bleiben, wenn diese Hochzone deutlich überschritten werden würde, okay, oder wenn wir vielleicht doch ein Signal entdecken, was so aussieht. Meine Damen und Herren, Sie merken, ich will Sie nicht langweilen, aber es gibt nur die Möglichkeiten, wie Trends fortgesetzt oder gebrochen werden, und das sind schlichtweg diese Bewegungen oder eben Brüche, ja. Und deswegen richte ich mich immer nach diesen Dingen. Aber hier ist es noch voll das Gemetzel am Gehen. Ja. Nochmal, also bei Überschreitung dieser Hochs, wenn der Kurs dann auch hält, wäre ich der Meinung, jawohl, der könnte bis zum letzten Punkt 2 hochziehen. Allerdings ist dann die Strecke relativ kurz. Ne? Wenn man den Stop jetzt auf dieser Trendgröße richtig legen will, ja, wäre, sag ich mal, die Gewinnchance kleiner wie das Risiko, was man in diesem Moment einnimmt. Aber dafür gibt es ja auch die untergeordneten Zeiteinheiten, die man dafür angucken könnte. Ja. Also nochmal, ich bin der Meinung, das Ding ist noch nicht vorbei, baut sich erst auf. Ja. Willst du weiter analysieren oder ein neuer Markt? Das wusste ich jetzt nicht so genau. Ja. Ein neuer Markt. Okay. US-Dollar, japanische Yen wird dann gewünscht. Ja, genau. Ich würde nämlich sehr gern US-Dollar, japanische Yen machen. Ich würde auch noch gern den Euro-US-Dollar machen. US-Dollar, japanische Yen. Interessante Geschichte übrigens, meine Damen und Herren. Auf dem großen Bild. Gucken wir es uns an. Und hier sehen Sie das, was ich meine. Das ist der Bilderbuch-Aufwärtstrend. Besser geht es nicht. Deutlich gestaltet. Hier muss man nicht interpretieren.
Das kann Ihnen jedes kleine Kind, wenn Sie ein Kind nehmen und fragen, steigt dieser Markt? Dieses Kind wird sagen, ja, er steigt. So, fertig. Und das ist die Analyse. Eine Sekunde, wir brauchen Sie nicht dafür. Aufwärtstrend voll intakt in der Korrektur. Die Korrektur läuft punktgenau an den Ausbruchspunkt zurück und macht einen Nachfrageangebotswechsel. Hier könnte die Wahrscheinlichkeit existieren, dass der Trend sich fortsetzt in Richtung seines letzten Hochs oder darüber hinaus. Eine wunderbare Situation, bilderbuchmäßig ausgestaltet. Dennoch prüfen wir ab, wie es denn aussieht mit unserer Angebots-Nachfrageumkehr. Und wir erkennen untergeordnet, die Korrektur, die wir gerade eben sahen, ist ein Abwärtstrend, der unverletzt ist. Wir haben weder einen gebrochenen Abwärtstrend, noch haben wir einen abgelösten Abwärtstrend. Von dem her gesehen, jetzt hier nicht long gehen. Nein, würde ich nicht machen. Vor allem nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt. Da wäre das Risiko einfach, weil der Stopp müsste eigentlich da unten liegen und der Markt ist immer noch in der Phase, wo er durchaus nochmal nach unten drehen kann, weil hier der kleine Abwärtstrend fortgeführt wird und dass man vielleicht tief die neuen Käufe in den Markt kommen sieht. Und das wäre dann relativ nachteilig, wenn Sie hier oben einsteigen und erstmal die ganze Strecke gegen sich laufen haben. Also nochmal, hier ist immer noch untergeordnet ein kleinerer Abwärtstrend intakt. Und wenn der gebrochen wird oder abgelöst wird, dann wird es wirklich interessant. Risiko, dass der Markt einfach durchzieht. Okay, hat man Pech, kommt man nicht richtig rein. Soll aber auch schon vorgekommen sein in einer Trader-Karriere, dass man den einen oder anderen Markt verpasst. Das sage ich jetzt mit dem Augenzwinkern. Aber nochmal, hier ist noch kein Signal da. Ja. Untergeordnet, wie sieht es da aus? Da haben wir sehr schönen Aufwärtstrend, der hier durch dieses Gewurstel muss. Ja. Nochmal. Der Abwärtstrend, der hier läuft, ist deutlicher, meines Erachtens, deutlicher geformt, wie das Ding, was hier hochgeht. Man kann vielleicht streiten. Und in dem Moment, wenn ich darüber keine Klarheit habe, mache ich zur Bedingung, dass die letzte Korrekturzone des Abwärtstrendes wirklich auch nach oben durchbrochen wird. Und wenn das passiert, finde ich immer noch Gelegenheiten, in den Markt reinzukommen, habe aber den Trend im Rücken. Ja? Und möglichst, sage ich mal, einen Trend, der noch vielleicht mal tiefer korrigiert und dann wieder kommt. Weil dann ist es deutlich zu sehen. Und dann haben Sie auch auf den großen Trendgrößen ein deutliches Signallage. Und in der Regel, je deutlicher die Signale sind auf groß, desto stärker sind die Bewegungen, die dann in den Markt reindrücken. Ich kann es Ihnen gerne nochmal zeigen. Hier US-Dollar-Japanische Yen. Achten Sie mal darauf. Hier diese Keilformation, dann hatten wir diese breite Aufstellung. Hier hatten wir ein klassisches 1, 2, 3 Tief. So, und Sie erkennen, das dauert ewig und 3 Tage, aber wenn es dann ins Laufen kommt, dann ist richtig Power dahinter. Deswegen diese Orientierung, dass man auf groß schöne Signallagen sieht, die man auf klein abgleicht und jetzt mit einem geringen Risiko partizipieren kann, mit dem Wissen, je kleiner ich gehe, desto öfters schmeißt mich die Korrektur des übergeordneten Trendes wieder raus. Ja. Also, aber Markttechnik pur hier, besser kann es gar nicht gehen. Ich würde sehr auf der Lauer liegen für Long-Signale, wenn der untergeordnete Trend, wie ich es gerade gezeigt habe, der Abwärtstrend, wenn der abgelöst wird, nochmal denkbar wäre zum Beispiel sowas. Ja. Das wäre ideal, dass man dann reingeht. Gut, meine Damen und Herren, natürlich kann es passieren, dieser Abwärtstrend zieht sich weiter fort und bricht sogar diesen bilderbuchschönen markttechnischen Aufwärtstrend. Das ist dann auch kein Beinbruch, weil wir ja schön in der Lage sind zu warten, um unsere Trenddefinitionen zu sehen, die wir haben wollen. Deswegen sage ich, Vorsicht mit reinspringen. Es kann gut sein, der Markt verläuft auch so. Und dann wissen Sie, bis wann Sie, sage ich mal, auf der Lauer liegen wollten, um nochmal in die Long-Richtung zu kommen. Und dann wissen Sie aber auch ganz genau, wann das Szenario vorläufig mal dahin ist. Und das ist das Schöne, sag ich mal, wenn man markttechnisch im Markt unterwegs ist, dass man eben nicht die Zukunft versucht zu erblicken, sondern den Ist-Zustand für sich zu nutzen. Und da muss man auch ab und zu abwarten und hat auch den ein oder anderen Fail-Trade. Jens, ich gehe wieder zu dir. Eine generelle Frage zu Forex. Gehst du im Devisenhandel vor Wirtschaftsnachrichten aus dem Markt, da die Vola dann eventuell recht hoch ist? Also ich bin einer, der bleibt im Markt drin oder handelt es sogar gezielt. Kommt immer darauf an, wie man ausgeführt wird, ob man reinkommt. Wenn die Bewegungen zu arg werden, dann habe ich auch keine Chance, in den Markt richtig reinzukommen. Aber in der Regel bleibe ich bei Nachrichten vor dem Monitor sitzen, habe aber, Achtung, und das ist eigentlich die Frage, wenn ich jetzt Positionen schon offen habe, die gut im Gewinn sind, bin ich geneigt, diese auch zu schließen oder den Stop eng ranzunehmen. Weil die Nachricht selber, Sie wissen, ich interessiere mich für die Nachricht an sich überhaupt nicht. Also was da jetzt veröffentlicht wird, das weiß ich gar nicht. Mir geht es nur darum, ich weiß, in der Regel habe ich heftigste Bewegungsschübe. Habe ich gute Gewinnpositionen, kann es sein, ich gebe die komplett wieder ab, das will ich nicht. Also nehme ich den Stop ran.
bin ich nicht im Markt involviert, empfiehlt es sich teilweise erstmal nur zuzugucken und zu schauen, was die Kursausschläge denn machen, um dann wiederum über den Trendaufbau in den Markt reinzugehen. Das allerdings, meine Damen und Herren, ist eine Arbeitsweise, die ist schon ultra extrem. Die meisten Trader, auch hochprofessionelle Händler, angestellte Händler und dergleichen, gehen wirklich 3 Minuten pünktlich vor der Nachricht geschlossen aus dem Markt. Die Orderbücher werden richtig dünn, also wenn Sie mal Futures Handelnde sehen können oder so. Das heißt, viele, viele Leute halten sich zurück und lassen diese Sprünge, die passieren, erstmal ja, passieren, um dann neue Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist meine Vorgehensweise in den Märkten. Jens, ich gehe wieder zu dir. Dann kommen wir gerne zu Euro-US-Dollar. Okay. Euro-US-Dollar, großes Bild wieder. Die Woche, wir gucken Wochenchart mal das große Bild an. Wir hatten lange Zeit diesen Aufwärtstrend. Ja. Viele Leute, die jetzt noch von größer herleiten, können natürlich auch sagen, wir haben auf ganz, ganz groß, hatten wir hier einen Abwärtstrend, wo die Korrektur lief und jetzt kommt diese Bewegung in den Markt. Und danach sieht es fast aus. Ne? So, Teil. Deswegen, Sie erkennen, es ist nicht schlecht, wenn man viel Historie sieht. Es ist sehr gut bei Admiral Markets. Man kann hier mehrere Jahre Historie sehen. Ich zeige es mal auf dem Monatschart. So, und der eine oder andere wird auch erkennen, hoppla, hoppla, hier wäre ja durchaus die Gefahr, wenn die Kurse hier durchmarschieren, dass wir vielleicht ein ganz großes Abwärtstrendsignal bekämen. Achtung, das ist jetzt Unkerei, wir sind auf dem Monatschart, da vergeht noch einige Zeit. Aber rein zur Herleitung mal oder zur Bestimmung, wo man sich befindet, in der Korrektur oder in der Bewegung und auf welcher Trendgröße man ist, ist es sehr gut, wenn man viel Historie hat. Hier erkennen Sie auch übrigens diesen untergeordneten Aufwärtstrend und hier die Bewegung runter, die diesen Aufwärtstrend gebrochen hat. Auch hier, meine Damen und Herren, kein Gegensignal. Ja, nur ein Runterrutschen durch diese letzte Trenddefinitionskante oder Punkt 3, sagen die Markttechniker. Kommt viel Bewegung auf bei solchen Punkten, vor allem auf so großen. Gucken wir es uns an, auf dem Tagesschau mal ganz kurz. Ja, hier war schöne Bewegung drin im Markt. So, und jetzt kommt die schon längst überfällige Korrektur hier. Also wenn ich diesen Abwärtstrend, oh Gott, wie zeichne ich den ein, nehme, habe ich im Endeffekt ausgedehnte Bewegungsschübe, kleinste Korrekturen. Und irgendwann ist es normal, wenn ein Markt so weit nach unten gezogen wird, dass Leute ihre Gewinne nehmen und dass die ersten Longkräfte auch wieder in den Markt kommen. Somit, was hier gerade läuft, ist meines Erachtens eine Korrektur. Weil sie nicht die Geschwindigkeit hat, wie das Ding runtergekommen ist und weil sie sich sehr, sehr schwankend aufbaut. Ich kann mich auch täuschen und das ist die Initialzündung zum Aufwärtstrend aller Jahre. Aber das werden wir dann auch sehen, wenn der deutlicher gestaltet ist. Im Moment, was kann man machen? Also nochmal, ich bin der Meinung, wir sind in einer Korrektur. So dass es durchaus sein kann, wenn hier nochmal Gegensignale ausgebildet werden, wir das Tief hier unten vielleicht nochmal sehen oder der Markt sogar noch weiter tiefer rutscht. Im Moment allerdings ist hier der korrektive Aufwärtstrend voll intakt. Und den gucken wir uns näher an, wie immer auf der Stunde. Also ich mache in diesem Webinar sehr, sehr viel den Stundenchart, weil die Trendlagen in vielen Märkten fast gleich sind. Wir haben auf großen Zeiteinheiten Brüche, teilweise nur noch in Anführungsstrichen eine einzige Bewegung, bis auf den DAX. Der hat ein richtig tolles Abwärtstrendsignal gemacht. Und wir wissen aber auch, der DAX ist bekannt dafür, dass er sehr, sehr trickreich ist. Also von dem her gesehen ist es dann schon wichtig, dass man alle Trendgrößen durchguckt. Und hier erkennen wir das im Euro-US-Dollar, dass die Korrektur, von der ich sprach, ein sehr, sehr unsauberes, also je kleiner man hier wird in dem Markt, desto schlimmer wird es, meines Erachtens. Also wenn Sie hier versuchen, auf einem 5-Minuten-Chart zu handeln, Kompliment, wenn Sie da beständig Geld rausholen. Ich glaube, ich würde da eher die Finger reinkriegen. Aber wir erkennen, der Aufwärtstrend ist intakt. Immer wieder wird er auch angeknackst und so. Aber die deutlichen Tiefs liegen höher und die deutlichen Hochs liegen auch höher. Solange das der Fall ist, gibt es für Short hier keinen Grund. Es sei denn, dieses Gebilde würde einen größeren Abwärtstrend in den Markt rufen. Dann könnte man vielleicht versuchen, die Fortsetzung zum Tief hier mitzunehmen. Das wäre mein Gedanke, den ich da jetzt hätte. Für die Long-Richtung, nochmal, für mich ist das eher untergeordnet. Ja, deswegen wundert es mich auch nicht, dass wir immer wieder diese starken Phasen haben, wo der Markt wieder nach unten zieht. Ja, so. Und das ist hier, das kann hier genauso passieren. Achten Sie bitte auf diesen Monster-Außenstab, ja, der hier liegt. Ja. Die Kurse pendeln gerade nur in dieser Spanne dahin, hin und her. War auch eine Nachricht meines Wissens hier. Und das ist ja oft, wenn solche Monsterbewegungen laufen, dass lange Zeit erstmal gar nichts kommt oder sehr viel Schwankendes und der Markt pendelt im Moment schlichtweg aus.
ob er doch nach oben sich durchzieht oder ob er wirklich beginnt, nach unten zu laufen. Tut mir leid, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nichts anderes erzählen als das, was ist. Der Markt ist genau hier in der Mittelpendelbewegung. Ich würde die Finger komplett raushalten, sage ich Ihnen ganz offen. Und wenn, dann nur auf den kurzfristigen Schüben vielleicht gucken, was zu machen. Aber da ist der Euro Ester jetzt auch nicht so der Reißer, finde ich. Da gibt es bessere Märkte, mit denen Sie agieren könnten. Ja, ist jetzt meine Meinung. Kann man auch gegenteiliger Meinung sein. Jens, ich gehe wieder zu dir. Dazu passt da die nächste allgemeine Frage. Welcher Markt, welches Forex-Paar ist aktuell für Jochen am interessantesten, also bereit für einen Einstieg? Ja, das ist US-Dollar-Japanische und US-Dollar-Kanadische, ganz klar. Beides sehr, sehr schöne Signallagen, wobei der US-Dollar-Kanadische, wir gucken uns den mal kurz an. Genau, Moment, gerne. Zur Herleitung nochmal. Also hier das jungfräuliche 1, 2, 3 tief, ja, der junge Aufwärtstrend, frisch geboren, schöner Bewegungsschub über die Ausbruchskante, tiefe Korrektur zurück an die Ausbruchskante, Bewegung wieder hoch ins Hoch hinein. Besser geht's nicht. Deswegen habe ich ja viele Trades gehabt auf dem Weg nach oben. Die letzten 200 Punkte habe ich allerdings einen Einstieg verpasst. Ja. Ich bin auch gar nicht so unglücklich drüber. Hier nochmal die untergeordnete Trendgröße. Das war der große und hier läuft der kleinere. Auch hier erkennen wir untergeordnet Aufwärtstrends. Der Markt hat also verschiedene Trendgrößen in eine Richtung. Und dann wird es immer interessant. So. Und Sie erkennen, wir sind im Hochbereich, wo ich ja immer sage, naja, ich muss im Hochbereich nicht unbedingt rummachen. Und Sie erkennen auch, hier wird kräftig abgeladen. Also es sind viele Duchte hier im Markt. Dennoch kann der Markt weiterziehen. In der letzten Analyse und letzten Live-Trading-Webinar habe ich gesagt, ach, das Liebste wäre mir, der würde einfach eine Korrektur mal ein bisschen nach unten noch ziehen. Und dass man dann wieder in den Markt einsteigt. Danach sieht es fast nicht aus, also trotz dieser Abverkäufe, der Markt drückt und drückt und drückt. Und deswegen ist dieser Markt extrem für mich interessant, weil die Trendgrößen übereinstimmen, weil wir einen jungen Aufwärtstrend haben. Und da versuche ich dann auch wirklich in den Markt reinzukommen, wenn ich nicht unbedingt am Hochbereich liege. Ja, so. Also nochmal, hier würde ich gerne eine Korrektur sehen. Ob es so kommt, weiß ich nicht. Wenn die Kurse hier wirklich rüberkommen und schließen, würde ich gucken, dass ich zumindest der Intraday auch mit nach oben ziehen kann, ja, weil nochmal alles passt hier von der Übereinstimmung her. Deswegen, meine Damen und Herren, kann es aber durchaus sein, dass Sie kräftigere Korrekturen auch mal sehen. Ja. Jetzt verstehen Sie vielleicht auch, dass ich sage, ich kann die Zukunft nicht, wir machen die Analyse am Sonntagabend nicht, um zu sagen, der Markt wird jetzt steigen, der Markt wird jetzt fallen, sondern wir gucken ja, wie ist es beschaffen, um die Frage beantworten zu können, wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Leute kaufen oder verkaufen. Ja. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass weiter gekauft wird, allerdings sind wir in einer Phase, wo die Kräfte aufeinander prallen. Viele laden ab, viele vielleicht suchen nochmal einzusteigen und wenn die Einstiege eben geringer sind, wird der Markt in eine Korrektur übergehen, auf das warte ich im Moment. Ein anderer Markt, den ich arg mag, also ich habe gesagt, US-Dollar-Japanische, US-Dollar-Kanadische und Gold, das gucke ich mir auch regelmäßig an, also alle 2-3 Stunden gucke ich rein und was auch noch ganz interessant ist, ist das Cable, also GBP-USD, britisches Pfund gegen US-Dollar. Auch hier nochmal ganz aufs große Bild. Ich erkenne hier, ich weiß, man kann darüber streiten, Aufwärtstrend, Verschachtelung, also wir haben ein höheres Hoch, wir haben höhere Tiefs, auf dem ganz großen Bild. Diese Signalausbildung lief mit einer einzigen Bewegung ohne gescheite Korrektur. Ich meinte immer, ja, hier sollte echt mal eine gescheite Korrektur kommen. Jetzt ist sie da, ja. Sieht aber fast aus, als ob es mehr wäre. Jedenfalls, wir befinden uns in einem Bereich, wo die Preise rüber sind. Und ich habe hier lange Zeit geguckt, ob ich Long-Signale im Markt entdecke. Habe aber dann aufgrund der untergeordneten Trendlage, ich zeige es Ihnen kurz. So. Also, das ist dieser kleinere Abwärtstrend, der herunterlief, die ganze Zeit fast in einer Bewegung. Und dann kam der Anstieg. Hier war ich sehr konzentriert, ob wir vielleicht einen deutlichen Aufwärtstrend bekommen, nach dem Motto, dieses übergeordnete Signal setzt sich fort, als aber der Markt hier ein ganz deutliches Abwärtstrendsignal bildete, habe ich dann meine Meinung auch verändert und habe verstärkt Short-Signale in diesem Markt gesucht und auch erfolgreich getradet. So, und wie sieht es jetzt aus? Wir haben immer noch einen Abwärtstrend am Laufen, der in der Korrektur ist und wiederum Anzeichen macht, dass er vielleicht nach unten drehen könnte. Also ich bin hier am Beobachten, ob wir vielleicht, Achtung, ich gehe auch mal tiefer jetzt, ob wir vielleicht einen oder anderen Abwärtstrend schon bekommen. Sie erkennen auch hier, versuchen das andere auch, ja? Also man versucht immer wieder diesen Markt nach unten zu drücken. Und deswegen achte ich nochmal, wenn der hier in diese Bereiche reinläuft, wie er sich verhält, ob man nicht vielleicht einen oder anderen Abwärtstrend finden könnte.
Wenn das Szenario so wird, dass sich dieser Aufwärtstrend durchzieht und somit, Achtung, den übergeordneten, also den da bricht, jetzt wird es interessant, ob wir vielleicht das andere Szenario wieder bekommen, von dem ich ursprünglich ausging. Also sehr interessante Geschichte. Intraday kann man ganz anders handeln, wie die übergeordnete Lage man gerne hätte. Aber dennoch hat man, sage ich mal, ein Auge offen, um zu gucken, ob wir vielleicht nicht irgendwelche Wechsel bekommen, damit diese ganz große Geschichte vielleicht doch ins Laufen kommt und der Aufwärtstrend sich hier fortsetzt, was dann in der Regel mit schönen Bewegungen einhergehen müsste. So, deswegen liege ich da auch auf der Lauer. Also Sie merken, Forex bietet viel, sehr, sehr viel Gelegenheiten. Wir haben die Majors-Märkte, also wo US-Dollar dabei ist. Wir haben noch andere Märkte. Und was mir sehr gefällt übrigens am Forex-Markt, gerade für Anfänger, Sie können sich so klein machen, wie es nur geht. Sie können die kleinsten Größen nehmen, um Ihr Risiko, sage ich mal, fast wie Spielgeld zu haben. Wenn Sie halt echte Futures von Anfang an handeln, ist das nicht der Fall. Ja? Forex bietet Ihnen das schon. Jens, ich gehe wieder zu dir. Nicht nur Forex bietet mehr, auch Admiral Markets bietet mehr. Ich habe mal auf die Webseite geschaltet. Also morgen 8.45 Uhr das Guten Morgen DAX-Webinar. Und wir haben natürlich die neuen Kontomodelle. Die Werbekampagne dazu wird auch nächste Woche starten. Flagship Forex. Wenn Sie möchten, das Spezialwebinar bei YouTube zu finden oder direkt verlinkt auf die Webseite. So sieht Jochen aus. Den hören Sie am Dienstag um 15 Uhr Live-Trading wieder. Und ja, alles andere, was Admiral Markets bietet, sehen Sie auf der Webseite. Wenn Sie zum Beispiel Daytrader sind mit großem Volumen, wir haben da eine Größe 20.000 Euro. Also wenn Sie die einzahlen, bekommen Sie persönliche Konditionen. Und alles andere, was zu finden ist über Admiral Markets, natürlich immer auf der Webseite. Das war's von mir. Schönen Sonntagabend noch und Schlusswort hat wie immer Jochen. Wenn Sie möchten, morgen 8.45 Uhr bin ich wieder im Webinar. Bis dann. Jawohl, danke Jens. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke für Ihr zahlreiches Erscheinen am Sonntagabend. Und ich möchte kurz noch eine Frage beantworten, die ich gerade gesehen habe. Jemand fragt, wie lange ich denn jetzt eigentlich schon trade oder wie lange ich das jetzt schon mache. Ich bin im, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, im 9. Jahr meines Tradings. Also ich habe 5 Jahre lang gebraucht, um profitabel zu werden und bin seit 2,5 Jahren hauptberuflicher Trader. Nicht, dass ich jetzt mit den Daten durcheinander komme. Also ich bin im 9. Jahr meines Tradings. Seit 9 Jahren mache ich das und damit derjenige da weiß, ja, dass ich durchaus weiß, wovon ich spreche. So. Aber die Zukunft kann ich nicht sehen und ich kann auch hier Risiko nicht managen. Deswegen dienen die Webinare eben nicht dazu nachzuhandeln oder dass Anlageentscheidungen jetzt hier getroffen werden innerhalb der Webinare, sondern es soll Ihnen dienen, Ihr eigenes Trading vielleicht auf einer bestimmten Art und Weise aufzubauen und voranzubringen, und wenn es das ein Satz oder ein Wort ist, was Ihnen da weiterhilft. In diesem Sinn, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen für die kommende Handelswoche viel Erfolg und dass Sie Ihr Risiko immer schön im Griff haben, gerade dann, wenn die Märkte so volatil sind. Ihr Jochen Schmidt. Ciao.